Ja, fangen wir an. Zeit ist knapp. Herzlich willkommen dann quasi im Namen des Singers-Teams, das hier auch zahlreich erschienen ist. Die Leute, die quasi aus Deutschland und Norwegen und Österreich nicht zu vergessen, halb annektiert, ja auch da sind. Also wie immer, ich mache das jetzt auch ein paar Jahre hier schon und das freut mich auch immer ganz besonders, empfinde es auch als große Ehre, da ich das meiste ja nicht programmiere, sondern die Präsentation machen darf. Wahrscheinlich, weil mir das am besten liegt und das andere eher weniger. Aber wenn was nicht funktioniert, kann ich nichts dafür. Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Basis, um zu starten. Ein kleiner Blick auf die Agenda, Introduction, das werde ich wirklich schmal halten. Also ich will nicht jedes Jahr das Gleiche erzählen, wer wir sind, was wir machen und wie es funktioniert. Trotzdem vielleicht den ein oder anderen neuen, die zwei Slides. So ein bisschen, wie es im Moment auch schaut, was es Neues gibt. Jetzt mit der Release 1.8, die morgen kommt. Ein bisschen Demo dazu und der Rest, der quasi noch auf der Liste steht. Wir sind nach wie vor ein buntes Team. Wir sind genau genommen zwei Leute mehr als letztes Jahr. Es sind aber trotzdem mehr neue dabei. Also das heißt, das muss ja auch mal offen gesagt werden, es sind auch Leute, die machen halt nichts mehr, weil sie keine Zeit haben. Ich habe da den sogenannten Frauenfaktor letztes Jahr ins Spiel gebracht, da möchte ich jetzt nicht weiter drauf rumreiten. Aber letztendlich ist es so, dass wir eine bunte Mischung haben nach wie vor. Es kommen immer wieder neue dazu. Es gibt ein paar, die einfach ein bisschen weniger machen. Wir freuen uns für jeden, der dazukommen will. Also wenn jemand Lust hat, irgendwas, was im Zweifelsfall mit dem Thema IT zu tun hat, das wäre von Vorteil, mitzumachen, dann her damit. Was Singer ist, an sich glaube ich bekannt. Wir haben uns da vor 2009 von Nagios geforkt. Ich habe jetzt bei den Aktualisierungen der Slides irgendwie gemerkt, dass wir an und für sich die Download-Zahlen seit letztem Jahr fast verdoppelt haben. Das ist nur das, was auf SourceForge ist. Also klar, alles, was in Distros, Backports irgendwo umeinander fliegt, das ist natürlich da nicht messbar. Auf der anderen Seite, im Vergleich zu Nagios sind wir da die Kleineren, im Vergleich zu manchen anderen sind wir gut dabei. Wichtig für uns und letztendlich schon auch irgendwie für mich ist halt zu sehen, es nimmt halt zu. Es wird internationaler. Wir waren am Anfang doch sehr deutsch, europäisch. Das kommt aber immer mehr in den USA, dass die Leute uns auch downloaden. Das sieht man halt auf SourceForge sehr gut. Also für die ersten 128.000 haben wir quasi fast 2,5 Jahre gebraucht und der Rest ging jetzt in einem Jahr und das ist schon cool. Ja, Tools und Plattformen, da hat sich nicht so viel geändert. Also wir haben eigentlich nach wie vor dieselben Bausteine, die es quasi in der Vergangenheit auch schon gab. Das NRPE, NSCA, das ist immer noch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil da passiert eigentlich nicht wirklich richtig was, ne? Also der Michi hat es mal irgendwie kopiert und da liegt es dann halt unter einem anderen Namen, aber so richtig aktiv machen wir da nichts. Also da nutzt man das, was es gibt, im Gegensatz zu IDU-Tools, wo es schon mit jeder Version auch immer Erweiterungen gibt. In dem Isinga Web hat sich an sich auch nichts geändert. Wir hätten eigentlich gerne eine neue Mobile-Version gehabt. Ich will es jetzt sagen, iPhone 5 kompatibel, aber einfach Descenger mal auf den aktuellen Stand bringen, aber das ging nicht aus. Also da haben wir nichts gemacht. Ich hoffe, dass wir das irgendwie nächstes Jahr im Frühjahr schaffen. Denn das, was wir jetzt haben, ist, naja, weiß nicht, Janis, ich will nicht beleidigen, aber es ist ein bisschen so Alpha-Draft, ne? Irgendwie Alpha-Development, aber es funktioniert, aber es ist jetzt nicht so sexy. Doku, ist wahnsinnig viel passiert, kann ich auch zeigen. Was da passiert ist, schaut sehr schön aus. Da macht Wolfgang wahnsinnig viel Arbeit, ist auch schön, dass er jetzt noch gekommen ist. Und auch Reports haben wir für die Version ziemlich viel investiert. Das ist das Einzige, wo ich ein bisschen was, wo sie mich hinlassen, da darf ich was kaputt machen. Ja, Architektur, auch da an der Stelle ist noch so ein bisschen das alte Bild. Wir haben letztendlich immer noch den Isinga Core, IDU-Tools, Classic UI und auf der anderen Seite letztendlich das Reporting. An dem Reporting arbeiten wir eigentlich stetig daran, diese Integration in das Isinga Web besser hinzukriegen. Da haben mich jetzt auch schon viele angesprochen. Ich sage das auch später nochmal mit dem neuen Jasper Server 4.7 gehen die Reports aktuell nicht mit der aktuellen Version, weil der mit Integer das so ein bisschen genauer nimmt als zuvor. Das geht aber mit der neuen, ja, wir haben mal gesagt, String ist alles gleich, aber ist halt Java, ne? Ist dann doch nicht gleich, was bei PHP halt geht. Und bisher haben die sich anscheinend bei Jasper gesagt, naja, läuft, aber jetzt ging es halt nicht mehr. Das heißt, ein SED war es dann irgendwie 20 Mal String durch Integer ersetzen und dann läuft es dann auch wieder. Also geht mit der neuen Version. Für alle, die jetzt quasi schon neuen Jasper haben, da wirklich auch nochmal drauf achten. Es gibt auch einen guten Installer, wo man das installieren kann. Und ob man das dann oben integrieren will in das Isinga Web, das bleibt einem selber überlassen. Also man kann das letztendlich ja einfach so nativ nutzen mit der Jasper-Oberfläche, kann sich da
die Reports generieren, Schedule zuschicken lassen. Man kann aber auch irgendwas anders nutzen, um da programmatisch ranzugehen. Also man kann letztendlich auch mit einem Wget den PDF-Report und dem Cronjob oder sowas abziehen. Das funktioniert ohne Probleme. Wichtig, das fällt mir jetzt gerade bei dem Reporting an, ganz viele versuchen diesen Report mit Wget abzuziehen und es kommt zu keinem Ergebnis, weil irgendwie dieser Wget nicht zurückkommt. Da ist wichtig, dass die Parameter nicht Pflicht sind. Also die Parameter dürfen dann bei dem Report nicht als Pflicht gesetzt werden, sonst geht dieser Wget nicht. Hat das jemand interessiert? Nö, das ja, aber ich bin's losgeworden. Was gibt's Neues im Core? Es gibt so einen Global Notification Deactivation, also den Hot-Button oder Red-Button, um zu sagen, lass mich für eine gewisse Zeit meine Ruhe, weil ich weiß, dass mir die Core-Infrastruktur um die Ohren geflogen ist. Also einfach, um da Handy-Akku zu sparen, kann man für einen gewissen Zeitraum die Notifizierung deaktivieren. Es gibt, das ist wirklich eine ziemlich große Verbesserung, wenn man viel mit passiven Event-Ergebnissen arbeitet. Man kann in dieser Check-Result-List, in dem quasi die Check-Ergebnisse, die reinkommen, verarbeitet werden. Da war es bisher letztendlich so, dass die Liste im Zweifelsfall bei vielen Daten immer größer geworden ist und irgendwann hat sich das Ding selber überholt, wurde wieder beendet und es wurde immer größer und langsamer. Und vom Prinzip, korrigiert mich, wenn es falsch ist, ist es jetzt so, dass man mit einem Parameter sagen kann, maximal so und so viele Items und dann läuft das Ding also wesentlich zügiger. Das heißt, wer Hunderttausende an passiven Check-Results in den Core irgendwo reinstopft, der ist da bisher an Grenzen gestoßen. Das geht jetzt auf jeden Fall wesentlich besser. Ist auf Experimental gefleckt, aber funktioniert bei einer anderen Umgebung schon in der Produktion und das ist ja meist ein gutes Zeichen. Fixed An- und Macro-Replacement, das hat ein bisschen was zu tun mit Service-Makros. Das ist, ich weiß nicht, ob jemand die Problematik kennt. Das ist, wenn man sich in den Makros einen Fehler hat, dann werden die nicht richtig angezeigt und dementsprechend führt es in den Outputs auch zu Fehlern und einen Sack voll an Minor-Fixes. Also viele Dinge, die auch auf der Nagus-Devil-List rumfliegen, Sachen, die auch in dem Nagus-Core auch gefixt sind, aber auch ganz, ganz viele kleine Sachen im Detail, IDO, die da zu sehen sind. Das macht eigentlich gar keinen Sinn, hier drauf einzugehen, sondern das kann man sich im Changelog letztendlich einfach auch durchlesen. Im Classic-Interface ist viel passiert, das zeige ich auch. Wir haben die Pagination, die es auch auf der anderen Seite gibt, die es in vielen Interfaces natürlich auch gibt, sei es Isinga Web, aber auch Druck und sonst was es alles gibt. Die haben wir übernommen, der Ricardo, der leider netter ist, hat es aber, finde ich, ein bisschen schicker umgesetzt, als es jetzt zumindest in den Nagos CGIs ist. Schaut ein bisschen besser aus. Man kann in dieser Konfiguration besser arbeiten. Und was noch ganz spannend ist, sind diese Datepicker für Input-Fields. Zeige ich aber auch einfach dann in der Demo, dann hat man da, glaube ich, einen besseren Eindruck. Isinga Web. Es gibt für diese Cronks und Categories, die man auf der linken Seite hat, gibt es jetzt eine Möglichkeit, alles einzeln zu parametrisieren. Also da war immer so die Frage da, ich möchte die Kategorie zum Beispiel SAP, Oracle, was auch immer, nur für eine bestimmte Abteilung oder auch diesen Cronk nur für bestimmte Rollen zu sehen haben. Und das kann man letztendlich, früher konnte man das irgendwie im XML vermutlich, wenn man da nicht an der Depression eingegangen ist, hat man es irgendwann gefunden und das ist jetzt einfacher geworden. Das kann man jetzt im Frontend machen, kann sagen, du Benutzer darfst nicht mehr und dann ist es einfach wesentlich schicker. Also gerade wenn man darauf Wert legt, mit Rollen und feingranulierten Berechtigungen zu arbeiten, ist das echt eine große, große Erleichterung. Es gibt eine neue Status-Map, mit der man auch direkt Aktionen machen kann. Das können wir uns anschauen. Und es ist auch in diesem VM-Bereich relativ viel passiert. Das macht keinen Sinn für eine Demo. Das lädt man sich am besten runter, probiert es aus und guckt es. Und ja, was wirklich cool ist, ist das Docbook. Besser gesagt, das Docbook-Ergebnis, das heißt der Extract zu HTML, der wesentlich leichter auch zu lesen ist. Ja, Reporting, hurra, da habe ich ein bisschen was gemacht. Lange überfällig. Postgres-Support ist, ich würde mal sagen, ja, Schweden, Deutschland 4:4, also es könnte besser sein. SLA-Procedure gibt es für Postgres aktuell nicht. Also wir haben eine Procedure, die das für MySQL macht, diese SLA-Werte relativ schnell rauszurechnen. Die Verfügbarkeiten, die gibt es nicht, die wird aber an sich angezogen. Das heißt, entweder jemand von uns schreibt jetzt ganz schnell diese MySQL-Procedure in Postgres um. Wo ist Alexander Wirth? Du kannst ja eigentlich da mal aktiv werden. Oder jemand anders macht es vielleicht, dann müsste man also diese Procedure nur reinschmeißen, dann müsste es eigentlich funktionieren. Die ganzen anderen Reports, aber Host Overview, die gehen
Auch jetzt alle mit Postgres. Mit Oracle ist es noch ein bisschen knifflig, weil wir bei Oracle ein anderes Tabellenschema haben. Das heißt, die Oracle-Tabellen sind in vielen Bereichen nicht so lang, weil Oracle da eine andere Beschränkung hat. Und deswegen lässt sich das nicht so einfach übernehmen. Man kann sich da mit Views behelfen. Dann geht es eigentlich auch, weil Postgres in vielen Dingen wesentlich strikter ist als MySQL. Das heißt, wenn es in Postgres eigentlich funktioniert, dann ist es auch ein bisschen wahrscheinlicher, dass es in anderen Umgebungen auch läuft. Es gibt neue Templates für die ganzen Reports. Es gibt so ein Morning Report. Letztendlich die Idee, man kommt in der Früh rein, lässt sich das entweder mit dem Scheduler automatisch schicken oder klickt drauf und sieht so alles, was ist in den letzten 24 Stunden passiert. Welche Notifications gingen raus, welche Services waren aktiv oder nicht. Also einfach, damit man so einen Überblick hat, was ist passiert am letzten Tag. Es gibt diese SQL Procedure, die der Tom in vielen Nächten und Wochenenden geschrieben hat. Da hat ihn seine Freundin aber noch nicht verlassen. Also da sieht es gut aus, dass da noch weitere Updates gibt. Das ist wirklich sehr, sehr gut, weil es vor allem sehr schnell ist. Auch das schauen wir uns an. Und es gibt predefined Time Periods für alle zeitlichen Reports. Was das heißt, ist quasi alle zeitlichen Reports, wer mit den Reports viel gemacht hat, waren immer von bis. Und jetzt kann ich in allen Reports sagen, letzte Woche, letztes Monat, letztes Jahr oder Custom Bereich. Also das geht jetzt bei allen statt Zeitreports und das macht es wirklich besser. Es gibt ein paar neue Charts und wie bereits erwähnt, gibt es auch eben Support für diesen Jasper Server 4.7. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Schwupp. Schwupp. Oh, schwupp. Ja, einmal Docs. Ich hoffe, dass das viele verwenden. Wir haben es auch jetzt mit den Robots, glaube ich, so weit im Griff, dass so immer nur die aktuellste Version von Google indexiert wird und nicht die älteste. Also leider war es immer so, wenn man Host Definition, die nimmt man immer auf Isinga 1.1 oder 1.2 und musste sich dann entweder oben in der URL helfen. Das sollte jetzt ein bisschen leichter sein. Was sich so ein bisschen verändert hat in dem Template, vielleicht mal die Ubuntu Downloads einstellen, das ist letztendlich die Navigation in den Untermenüs. Das heißt, ich kann letztendlich bei der ganzen Dokumentation schon leichter im Überblick sehen, wo ich hin will, und die ganzen einzelnen Elemente sind eigentlich wesentlich leichter auch zugreifbar. Wir haben wahnsinnig viel Energie in das Thema gesteckt, genauso wie wahnsinnig viele Leute auch in das Wiki schreiben. Ehrlich gesagt geht es mir selber so, wie steht denn das? Es steht auch im Wiki und ich schaue viel zu wenig rein. Aber es gibt ein paar, die wirklich wahnsinnig viel da reinschreiben und auch die Doku ist richtig, richtig gut. Man kann das immer nicht oft genug sagen. Also das ist, Wolfgang, nochmal an dich da auch, das ist echt eine Sauarbeit. Und die ist aber halt auch sau wichtig, dass man zu den Projekten vernünftig was findet. In Deutsch und in Englisch. Ja, das hat er verdient, finde ich auch. Vor allem, das habe ich auch schon mal gesagt, für NACWIS, PNP für Nagios, Daimler Chrysler und Volkswagen, also für nahezu alle namhaften Projekte eigentlich auch noch die Doku macht. Klassik sehen wir hier, ist jetzt leider so ein bisschen zusammengerutscht wegen der Auflösung, aber man kann es, denke ich, erkennen. Da sieht man schon diese Pagination, die angesprochene. Da sind jetzt nicht so viele Services da, wie viel habe ich? Ja, 33, das ist an sich günstig, wenn man 50 im Result Set hat. Ich appelliere an die Vorstellungskraft. Oh je, der Dödel. Naja, also wenn man mehr hätte als 33, dann könnten wir da hin und her fahren. Das funktioniert so wirklich super. Ich kann das auch später vielleicht nochmal zeigen, wenn ich mit der anderen Demo-Umgebung da noch ein bisschen mehr habe. Aber ich denke an sich, Navigation in Row-Sets und so, das setzen wir jetzt einfach hier mal voraus, das muss geläufig sein. Ist aber wirklich sehr schick gemacht und es ist eben nicht so, wie es in dem Nagios, ohne jetzt zu bashen, da wo dann alle Pages nebeneinander aufgelistet sind. Also ich weiß nicht, ob das schon jemand angesehen hat, das ist einfach ein bisschen unhandlich. Also man könnte das hoffentlich relativ leicht auch wieder in die andere Welt übernehmen, weil die CGIs ja doch für viele einfach die Basis sind, die ihnen auch reicht und die auch einfach super funktioniert. Ich gehe mal in diesen Service nochmal rein. Also das angesprochen, ich habe diese Date-Picker, die sind jetzt überall drin, damit ich einfach leichter die Datumszeiträume selektieren kann. Natürlich kann man es auch schreiben, klar, aber so ein bisschen mehr User-Komfort, glaube ich, schadet auch in den CGIs nicht und es verwenden ja immer noch sehr viele.
Wir haben es gestern nochmal drüber. Wir haben irgendwann in der Version, ich glaube in der 1.7, haben wir diese WAP-CGI mal rausgenommen. Wir dachten letztendlich, dass der Letzte, der so Nokia mit WAP-Funktion hat, dem körperlichen Ende entgegengekommen ist. Aber es ist doch so, dass es den einen oder anderen gibt, der das halt noch verwendet. Konkret war das naja, das muss man ja mal wirklich mal so sehen, ja. Also, es gibt halt dann wirklich jemand, der das WAP-CGI verwendet, um den Output zu parsen, um es dann in der Windows-Client anzuzeigen. Das ist natürlich irgendwie auf der einen Seite knackig, weil irgendwie muss man ja mal schauen, dass man mit dem Zeug auch in die Buschen kommt und man will ja auch einen Fortschritt auch erreichen. Und dann sagt man sich natürlich mal in einer Laune der Natur, der Michi dann, naja, WAP-CGI, der lebt nicht mehr, schalte ich aus, schwupp, du releasest und sagst, der WAP-CGI habe ich immer verwendet, den Rest könnt ihr durchaus disablen. Ist halt schwierig. Wir haben uns in der Version gewagt, diese Virtual Reality XML-Sicht zu definieren. Wenn jetzt jemand in seinem Unternehmen über Jahre in Werkstätten beschäftigt hat, um die 3D-Koordinaten der Switch-Landschaft da einzuklopfen, dann entschuldigen wir uns auch dafür schon im Vornherein, aber das war wirklich sinnlos. Ansonsten, Singer Classic sind viele kleine Änderungen. Gibt es noch was ganz Wichtiges, was ich vergessen habe? Ja, ausprobieren funktioniert und es ist wirklich, muss ich auch sagen, auch mit dieser Pagination. Und es gibt noch einen Patch, der die Ergebnisliste, also der das Parsen der Statusdaten wesentlich beschleunigt. Das heißt, auch wenn man da 25.000, 50.000 Services drin hat, geht das Ding wirklich relativ flugs. Man kann das in die RAM-Disk legen, da gibt es ja auch in allen Nagios oder Isinga-Dokus x Beschreibung, wie das funktioniert. Und dann rennt es auch in dem Classic-Interface sehr, sehr schnell. Wer also zum Ziel kommen will, hier oben gibt es auch jetzt so ein Reload-Button, der ist auch neu. Da ist halt mit der Frame-Technologie, muss man es halt ein bisschen anders noch machen. Aber da kann man wirklich ein gutes Ergebnis erzielen. Okay, dann schauen wir uns mal Isinga Web an. Schauen wir uns das an? Ja, schauen wir uns an. Oh je. Wenn ich euch das Kennwort sage, der dreht er durch. Na, oh, na. Danke, Meister. Loading. So. Also was ist passiert? Ein paar Sachen, die man nicht so direkt zeigen kann, die man aber eigentlich, wenn jetzt hier das mit dem WLAN ein bisschen gruselig wäre, das ist das WAP-Interface, das anruft. Bin mir ziemlich sicher. Früher war es so, dass sämtliche Grids bei jedem Aufruf der Grids immer durch das Berechtigungsmodell durchgegangen sind. Das heißt, wenn jemand ein Grid geladen hat, wurde im Hintergrund immer durch eine Vielzahl an Joins zusammengesucht, darf der das hier sehen oder nicht. Das hat man in der Version letztendlich geändert und sucht es jetzt beim Anmeldevorgang zusammen. Das heißt, wenn sich jemand anmeldet am Missinger Web, dann zieht er alle Informationen zusammen, wer darf eigentlich was sehen und das wird als Status bei der weiteren Arbeit verwendet. Das heißt, ich habe es vorhin auch vorne probiert, das Ganze funktioniert auch über UMTS wirklich sehr flüssig, was nicht immer der Fall war und man kann jetzt wirklich sehr, sehr schnell die einzelnen Grids aktualisieren, um einfach in dem Frontend schneller zu arbeiten, weil die Kritik, die war da und die war teilweise auch nicht unberechtigt, dass es halt einfach noch ein bisschen zach ist. Und das geht eigentlich jetzt wirklich richtig, richtig gut. Also da hat sich wirklich viel getan. Des Weiteren gab es, wenn man viele Add-ons hatte, das heißt, wenn man PNP von Nagios reingeschmissen hat, ein Grapher oder ein sonstiges Tool, ein Ticketsystem, konnte es einem passieren, dass das halbe Grid letztendlich nur noch mit Buttons voll war, wie man dann zum nächsten Tab springen kann. Das ist jetzt eben auf Wunsch ausgelagert in so ein erweitertes Menü. Da kann man quasi dann auch mehrere Objekte noch reinnehmen. Kann man sich priorisiertes hochziehen? Funktioniert das noch? Ah, das geht auch noch. Das heißt, wenn mich jetzt zum Beispiel irgendwas besonders interessiert, weil ich sage, das brauche ich immer, wie Graphen, der Rest interessiert mich eigentlich weniger, dann kann ich es, was muss ich da machen? Rechte Maustaste und dann kann ich sagen, Move into Grid. Und dann ist es drin. Also das heißt, ich kann das, was mich wirklich interessiert, nehme ich hoch, den Rest blende ich halt aus. Um das einfach leichter zu machen und da nicht so einen Satz an Icons zu haben. Ist auch eine Kleinigkeit, aber soll es halt einfach auch von der Usability ein bisschen einfacher machen. Dann, wie angesprochen, diese Categories, die es ja gibt, um das einzustellen. Und da ist eben die Möglichkeit dazugekommen, dass man einzige Kategorien berechtigen kann. Das heißt, man kann genau sagen, wer darf was sehen, bestimmte Bereiche, Fachabteilungen, da tickt ja auch jedes Unternehmen anders, wie es das dann strukturiert oder auch weitergedacht für dann die einzelnen Mandanten.
gewisse Sichten zu bauen. Ob jetzt in diesen Sichten dann wieder Portale sind, wo Graphen drin sind, spielt letztendlich keine Rolle. Ich ordne die zu und sage, die Kategorie darf nur eine bestimmte User-Rolle sehen und dann der Rest ist entsprechend auch ausgeblendet. Wer viel damit dealt, dem ist wahrscheinlich ans Herz gelegt, das eben so in Kategorien zu machen. Wer es feiner will, der kann eben jetzt auch auf dieser Cronk-Ebene runtergehen und auch auf Cronk-Ebene eben diese Permissions verwalten. Also wirklich sagen, das einzelne Element, keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, Host-Status darf er sehen, aber das Service-Element kriegt er nicht mit, dann kann ich ihn da rausnehmen. Ansonsten gibt es viele kleine Tunings, die Suche und so weiter, das ist eigentlich auch wie bisher. Ich zeige jetzt noch ein bisschen das Reporting. Ach nee, ich zeige erstmal die Status-Map. Zeige ich die Status-Map? Da ist die Status-Map. Kann die Suche regex? Die Suche kann regex? Ja. Mit Wildcards kann sie arbeiten. Ne? Also sie kann zum Beispiel sowas, kann sie schon. Also Clobbing, ne? Sowas, solche Geschichten gehen. Das ist aber die Config-Suche im Classic. Haha. Sag jetzt bitte nicht, du willst es sehen. Kann ich dir selbstverständlich zeigen. Die ist da unten. Geht hier. Ich habe hier wochenlang mich intensiv genau in Iowa zurückgezogen. Da steht es auch, das wird funktionieren. Also genau, da kann man es jetzt. Also wie man es, das ist hier toll. Ja, also es geht auf jeden Fall. Ich kann ja keine Regex jetzt hier, deshalb, to be or not to be kriege ich noch zusammen. Ich kann mit der Status-Map jetzt so ein bisschen arbeiten, das heißt, auch da, Ehrlichkeit gehört dazu, 50.000 Hoster hin und her zu blasen, macht nicht so viel Sinn. Gibt es ein bisschen Animation, die Grafikkarte qualmt, aber man wird nicht viel erkennen. Wenn man aber letztendlich die Dependencies schön ausgefahren hat, dann kann man schon damit so ein bisschen arbeiten, sieht, wo eben Acknowledgements da sind oder jetzt auch hier beim Rechner, der halt hier dann einen Service hat, der noch da ist, dann kann man den im Zweifelsfall dann auch acknowledgen. Jetzt haben wir keinen Service-Namen hier. Der ist jetzt acknowledged. Ja, das war sehr hervorragend. Also das ist immer das Elend, wenn man dann einen Fehler beheben will und einen Fehler gibt es nicht mehr. Also der ist jetzt acknowledged. Wenn er nicht acknowledged wäre, komm, wir unacknowledgen mal, wir wagen was Wildes. Was muss ich jetzt da machen? Also, wir gehen da rein, Services, und da gibt es dann, das war der hier, right? Fup, remove service acknowledgement. Ach so, klicken muss man auch noch. Fup. Ja, fup. AD. So. Nee, ich mach's nochmal zu, damit ihr seht, wie es ist, wenn es zugeht und nochmal aufgeht. Weil, nicht, dass jetzt danach jemand sagt, wie ging jetzt das nochmal. Aber das hätte sich auch automatisch refreshed, ne? In welchem Intervall? Ach ja, stimmt, da gibt es Auto-Refresh. Das ist ja vollkommen klar eigentlich, dass ich jetzt da selber nicht draufgekommen bin, ist irgendwie, naja. So, und dann ist der irgendwann da wieder da. Aber wir haben doch keine Zeit. Ich komme da nochmal zurück. Ich schließe das jetzt nochmal und wir, I'll be back. Reporting. Also Reporting, die Integration, die haben wir schon seit letztem Jahr. Ich glaube, die ist mit 1.6 ist die reingekommen. Das Reporting Cronk. Wie gesagt, eine Alternative zu dem Jasper. Wir haben uns ja relativ bewusst auch früh dafür entschieden zu sagen, wir wollen an diesem Jasper nichts verhunzen. Das heißt, der Jasper-Server wird so installiert, ob als WAR-File in eine bestehende Tomcat-Umgebung rein oder eben mit diesem Run-Installer, wie man das installieren kann. Und dann gibt es bei dem Reporting einen Configure. Das sagt man Configure, sagt dem Pfad, wo das Reporting liegt, dann bläst er das Report-Package rein. Bei Bedarf schmeißt er noch den MySQL-JDBC-Treiber mit rein. Da nochmal drauf achten, der ist mit der Version 4.5 oder 4.6 bei Jasper rausgeflogen, MySQL. Also den muss man ein paar nachinstallieren und dann geht das Ganze. Wie sieht es aus? Wir gehen jetzt mal auf die Reports. Wir nehmen einfach mal den.
Host Availability, haben überall jetzt genau diese Time Periods, die man anzeigen kann. Letzte Woche, letztes Monat, letztes Jahr oder eben Custom. Und da kann man bei Custom dann eben sein eigenes Element eintragen. Wählen den Host aus. Auch da, ich sehe natürlich immer nur die Hosts, die ich generell sehen darf. Also das globale Berechtigungskonstrukt zieht sich durch auf die Komponenten, die halt integriert sind. Und da kann ich mir das entsprechend auch anschauen. Ich führe den mal aus. Ich glaube, dann macht es jetzt da plopp. Discard, genau. So, da ist er aufgegangen. Ich hoffe, da ist was drin. Man sieht die Verfügbarkeit in einem Zeitpunkt des Hosts selber und der Services, die der Host hat. Das kommt jetzt aus dieser SQL-Procedure raus. Wichtig dafür, in der IDO auch zu enablen, dass man die Isinga Status Tree, heißt die Tabelle, auch entsprechend füllt, damit die Informationen dafür da sind. Das Ganze kann man auch verwenden, in so einem Report. Schau mal, was habe ich da? Ne, das ist nicht der, den ich haben wollte. Der Samples Report. Ach ja, der Samples Report, den habe ich reingemacht. Und zwar gab es ein Issue, was schon lange stand. Da wollte jemand wissen, wie kann ich in dem Report einen PNP-Graphen reinbekommen. Also letztendlich habe ich einen Report und möchte den Graphen mit demselben Zeitparameter oben reinsetzen. Das ist so ein Sample, steht auch im Wiki beschrieben, wie es geht. Vom Prinzip, wenn ich einen Service oder eine Host-Information im Report mit dem entsprechenden Graph anreichern will, muss ich eine dynamische Build-URI, also letztendlich HTTP, wo der PNP von Argus zum Beispiel liegt, eintragen und die Stelle, wo Start- und Enddatum reinkommt und Host und Service, einfach mit diesen Variablen in dem Report ersetzen. Das ist ein Sample dafür, wie man das machen kann. Wir haben das aber jetzt eben nicht auf statisch PNP oder irgendwas angepasst, weil jeder hat halt das irgendwo anders liegen. Aber damit geht es und damit kommt man eigentlich auch relativ schnell zu dem Punkt, wie man das einrichten kann. Okay. Host Availability. Last week. Run. Ich neige zu diesem Discard. Ich weiß nicht, warum. Das ist irgendwie so. Jetzt geht er auch wieder hier drüben auf. Dann kann ich mir quasi für den Host und alle Services die komplette Verfügbarkeit auch anzeigen. Das geht auch sehr, sehr gut, wenn das Ding groß ist. Also das heißt, auch wenn die Datenbank einiges an Gigabytes drin hat, funktioniert das hervorragend. Was es auch noch gibt, ist dieser angesprochene Morning Report. Den kann man Stand heute nicht parametrisieren, sondern der geht einfach auf den letzten Tag. Also der sagt einfach, was ist in den letzten 24 Stunden passiert. Achso, da geht er wieder auf. So. Er gibt mir den Zeitstempel, wenn er halt generiert worden ist, also jetzt. Und dann sagt er mir halt, was passiert ist. Also welche Host-Events waren, welche Service-Events in den letzten 24 Stunden, welcher Server. Google kennt man ja, Verfügbarkeit, meistens etwas strauchelig. Host Notifications, Service Notifications, das sind die Service Notifications, die aufs nächste Blatt gerutscht sind, was es für Events gab, was für Host Notifications auch nach außen gegangen sind, um das alles halt in einem Report nochmal aufgearbeitet. Auch da immer Feedback. Ich weiß natürlich, da braucht jeder was anderes, weil der eine sagt, das interessiert mich nicht, ich brauche das. Man kann das als Basis wirklich sehr, sehr gut nehmen, um das, was man nicht braucht, eben rauszuschmeißen und seine eigenen Reports zu integrieren. Die meisten Dinge, die hier drin sind, sind auch immer Sub-Reports, also das heißt, die werden ja verschachtelt verwendet und so ist das Thema Host Notifications eigentlich nur einmal fachlich ausgearbeitet und kann halt dann wie so ein Baustein in allen anderen Reports verwendet werden. Also das, was da ist, ist, finde ich, okay. Die Datenbasis, die wir da haben, ist jetzt einfach auch nicht so spannend, aber das funktioniert eigentlich wirklich richtig gut. Da einfach mal einen Blick drauf werfen und sich das angucken. So, jetzt glaube ich, habe ich dazu alles Wesentliche gezeigt. Jetzt komme ich zur Prise zurück. Die Mappe? Das war nicht mal Absicht. Nee, war wirklich keine, Mann. Menno, so. Janis. War jemand von euch jetzt wieder, ne?
Schau gut aus. Ist immer noch acknowledged. Bitte? Aber das habe ich doch removed. Warum haben die auch alle acknowledged? Ihr macht mich fertig. Ich habe Zeit, Leute, ist überhaupt kein Problem. Das sitze ich aus. Ja, was machen wir jetzt? Mach halt irgendein Okay auf Down. Hä? Du PNP-Outlaw da vorne ist. Nee, jetzt nicht. Kann man das mit einer Rack-Exp irgendwie rausmachen? Das gibt's doch nicht. Hier sind sie doch schon raus, oder? Das zeige ich dir zurück, Jörg. Ja, keine Ahnung. Ich stell dir vor, es hätte funktioniert, sag mal, vielleicht können wir es einfach so machen. Ich weiß nicht. Ja, mal, wisst ihr was? Wisst ihr noch was? Nee, natürlich nichts. Sie schauen doch schon gar nicht mehr her. Das ist ein gutes Zeichen. Schön. Schön. Also, normalerweise funktioniert es natürlich. Genau. Jörg, da lade ich dich ein. Wir übernehmen die Fahrt aus Kassel hierher und zeigen dir, wie das Acknowledgement Removement geht. Ja, da kommst du aber dann, wenn Christkindl es mag, das, weil dann gibt es auch dieses legendäre Schaschlik, was ich dir schon mal versprochen habe. Dann machen wir das in einem Abendzug. Hast du vergessen? Machen wir einen Workshop. Also ich bitte das zu entschuldigen. Wir werden das danach in der Redaktion dann nochmal klären. Ja, IsingMQ. Das haben wir letztes Jahr gezeigt. Ich hab die Folie vom letzten Jahr nochmal mitgenommen. Also das ist eigentlich genau die Folie, die wir letztes Jahr drin gehabt haben, was wir machen wollten. Die Idee war letztendlich, klar, einmal die Performance-Falle irgendwo so ein bisschen aufzulösen. Das ist ja auch das, wo letztendlich das Sven mit ModGeman auch sehr gut und erfolgreich auch reinschlägt, dass man das irgendwie angehen kann. Auch das hat uns der Andreas ja heute Morgen auch gesagt, letztendlich auch Nagios als Problem erkannt hat und hier mit den Workern das versucht anzugehen. Das ganze Handling von großen Installationen, das heißt Distribution verteilt, von innen nach außen, von außen nach innen, also die verschiedenen Verbindungswege, das irgendwie abzulösen und letztendlich aber auch von diesem reinstarren Host-Service-Denken, das letztendlich natürlich auch in all den Host-Plattformen, sage ich schon, Nagios, Isinga, auch Schinken letztendlich drin ist, also dieses Host-Service-Paradigma auch intern ein bisschen aufzudröseln, das nicht mit einem Add-on zu machen, sondern das ranzugehen. Wir haben das ja gemacht, wir haben letztes Jahr auch auf der Konferenz so ein, ich würde es mal sagen, Development-Preview gezeigt von dem Isinga MQ. Und dafür haben wir uns ja auch entschieden aus einem ganz bestimmten Grund. Also zum einen, weil es wirklich sehr schnell war, weil es viele Plattformen gibt und weil wir letztendlich schon einen Prototyp hatten. Weil wir gesagt haben, das probieren wir jetzt einfach aus, wir wollen das besser machen. Auf der anderen Seite gibt es auch ein paar Nachteile, die das Serum MQ zumindest zur damaligen Version hatte. Sie haben nicht wirklich ein Security-Konzept gehabt, was uns gereicht hat. Also zu sagen, eine Distributed-Umgebung auch zu haben mit Mandanten, mit unterschiedlichen Berechtigungen, Sichten, da hat uns viel gefehlt. Es gab diese bidirektionale Kommunikation nicht, sondern letztendlich hat Isinga MQ oder auch Zero MQ erfordert, dass man für alle Channels, die man in diesem Bussystem adressiert, auch einen einzelnen Port aufmacht. Was haben wir dann letztendlich gemacht? Wir haben um diese Missing Features in Serum Q auszugleichen, eine LibIMQ drüber gestülpt. Also wie man es immer so macht, wenn das Ding nicht funktioniert, der Library drüber einen neuen Namen geben. Aber irgendwie war das halt nicht der Hit. Und an und für sich, und da muss man jetzt mal ehrlich sein, haben wir am zweiten Tag der Konferenz abends Serum Q eigentlich ad acta gelegt. Also der Michael Madden, mit dem haben wir dann noch gesprochen, weiß nicht, ist der da? Der schimpft immer, dass ich es in Deutsch mache und nicht in Englisch. Deswegen ist er schon gar nicht gekommen. Der hat aber irgendwie gesagt, naja, aber wenn ihr so ein Framework habt und verhunzt dann selber so mit euren Libraries, dass ihr es als Framework nicht mehr verwenden könnt, dann ist er eigentlich ein Quatsch. Dann haben wir gesagt, ja, hört sich nach Enterprise IT an, stimmt, aber machen wir nicht. Das macht eigentlich wirklich keinen Sinn.
Und letztendlich aus dem Grund haben wir das in die Tonne getreten. Also wir haben das SingMQ eigentlich letztes Jahr verschmissen. Wir haben auch an dem Prototyp damals, ich glaube, maximal noch ein bisschen Code aufräumen gemacht, einen Tag, und seitdem dann immer weitergemacht. Auf der anderen Seite sind die Anforderungen, die wir hatten an diese Features, dass wir was Neues machen wollten, dass wir letztendlich auch die Bedürfnisse, die alle anderen auch sehen. Und vorhin hat jemand auf Twitter geschrieben, dessen Name war Suchfilter. Ich weiß nicht, ob der da ist. Ist der da, der Suchfilter? Nee, ist nicht da. Ich weiß auch leider nicht, wer es ist. Der hat irgendwie geschrieben, das ist so ein bisschen blöd, dass so viele verschiedene Projekte die gleichen Probleme mit eigenen Mitteln versuchen zu lösen. Suchkultur. Okay. Ein Stück weit hat er da recht. Auf der anderen Seite finde ich, ist das eigentlich auch genau Wettbewerb. Also ich finde, der hat diese Szene, auch diese Community, Nagios, Isinga, Schinken, was es alles gibt mit den Addons, einfach besser gemacht, weil sich jeder bei einem anderen was abguckt und jeder, der vor 10 Jahren mal so Nagios mit den Addons angeguckt hat, die es damals gab, das möchte heute keiner mehr haben. Also da weinst du, und das ist eigentlich nur deswegen auch entstanden, weil es Konkurrenz gibt. Also ich denke, wir beleben uns alle gegenseitig. Man könnte sagen, es gibt 5 verschiedene Interfaces, warum der Käse? Der eine ist da ein bisschen besser, der andere ist da ein wenig schneller, der andere hat wegen mehr Reporting, ist aber vielleicht zu komplex. Also ich glaube, der Unterschied macht es absolut aus, weil das ist das, was die Szene um das, was uns da allen am Herzen liegt, einfach auch besser macht. Plus, was dazu kommt, dass sich die Szene eigentlich mehr oder weniger ganz gut versteht. Naja gut, also wir haben das eingestampft. Also war die Überlegung, was machen wir jetzt? Weil irgendwie der Anspruch ist nicht kleiner geworden. Wir haben unbedingt den Wunsch. Und da ja wir auch bunt verstreut sind, das heißt, der Anspruch ist so, dass die Leute das in ihren Firmen haben oder dass sie es in der Arbeit haben oder sie einfach sagen, im Falle vielleicht auch von Isinga, wir maintainen den Code, der von Nagios gefolgt ist. Wir haben an einigen Stellen mehr Bugfixes drin als die anderen, aber es ist letztendlich halt auch eine Patchbude, die entstanden ist. Also was machen wir Neues? Wir machen kein iPad Mini. Das kommt demnächst. Und es tut mir auch leid, wir haben auch keine Maps-Applikation. Wobei wir die mal irgendwann mal machen. Sondern was wir machen, oder was wir eigentlich gemacht haben, ist Isinga 2. Das lehnt sich so ein bisschen an, ich will es nicht sagen an Apache, aber das ist die Grundidee, was es ist. Also zum einen wollen wir damit eben genau das angehen, dass wir sagen, wir haben diese Skalierungsprobleme in großen Monitoring-Umgebungen. Wir haben 25.000 Sachen, die man damit machen kann. Wir haben die Codequalität von dem alten Core, den es gibt, an vielen Stellen. Und ich sage mal, das muss man jetzt einfach sagen, da arbeiten ja so viele Leute in ihrer Freizeit. Es macht einfach keinen Spaß, an dem alten Zeug rumzuvorwerken. Und wenn du links was machst, dann geht das Snap-Modul rechts nicht mehr. Dann schreien alle anderen, weil sie sagen, das funktioniert nicht mehr. Es ist halt schwierig. Es ist schwierig, an so einer bestehenden Basis, die so etabliert ist, was zu machen. Und das andere Große war einfach, dass man Runtime-mäßig ganz schwer an den Core rankommt. Ich meine jetzt nicht Runtime an Informationen, da gibt es APIs, Datenbank, Live-Status, sondern ich eben kein Host anlegen kann, kein Service anlegen kann. Und das funktioniert alles nicht. Also was haben wir gemacht? Wir haben quasi einen komplett neuen Branch aufgemacht. Also das vorneweg, Isinga, den Core, den es jetzt gibt, den wird es so weitergeben. Es gibt neue Releases, wir haben auch schon einen Release-Plan für die nächste Zeit, aber wir haben quasi parallel dazu angefangen, das nach den Vorstellungen, die wir haben, neu zu machen. Wir haben uns entschieden, das mit C++ zu machen, weil das, wie soll man es jetzt technisch ausdrücken, rennt wie Sau. Wir haben das nicht mit im allerneuesten, also wir haben nicht irgendwie, wie heißt das, C++11 oder so gemacht, also das heißt, es läuft auch noch auf einem Solaris, auf einem Hapux, es läuft auch unter Windows, lässt sich da kompilieren. Wir haben vom Design das so gewählt, und das war uns ein ganz wichtiger Anspruch. 95% der eigentlich Isinga oder ich glaube auch Nagios haben, die haben 50 oder 100 Hosts. Die haben eigentlich ganz wenig. Die haben eine ganz kleine Umgebung, die haben vielleicht irgendeinen selber einen Kunden, einen Mittelstandskunden, wo sie ein bisschen überwachen. Der hat natürlich ein sicher Problem, wenn er 40 Frameworks auf die Maschine pumpen muss. Wenn er dann ein RabbitMQ braucht, 40 verschiedene Prozesse, die interagieren, das ist einfach zu komplex. Auf der anderen Seite ist es natürlich immer so, es ist immer schwierig, wenn du eine Range von 50 Hosts, aber auch 250 oder 1 Million Hosts einfach abdecken willst, wie machst du das am besten? Es wird unter GPLv2 lizenziert sein. Die ganze Kommunikation zwischen den Komponenten funktioniert mit SSL und Zertifikaten. Das heißt, dass man Zertifikate generiert, die werden ausgetauscht, werden konfiguriert und dann ist quasi diese Trust-Beziehung hergestellt. Und es gibt ein neues Konfigurationsformat. Das heißt jetzt nicht, dass es keinen Host und keinen Service mehr gibt. Also ich habe es
Ich habe es verstanden. Wer mich kennt, weiß, das heißt was, weil ich jetzt auch seit Jahren da nicht mehr dran bin. Ich habe jetzt in den letzten Nächten am Abend wieder angefangen, hier da rumzufummeln, und es hat mir mega viel Spaß gemacht. Und nach den anfänglichen Ojemini hat es auch funktioniert. Also klar ist auch, wir brauchen einen Migrationspfad. Wir wollen ja die Userbasis, die wir haben, die auch groß ist, ja nicht irgendwo liegen lassen und sagen, ja, schaut halt, wie er weiterkommt. Sondern wir werden die alte Config in irgendeiner Form mit laden müssen, migrieren müssen, was auch immer. Aber wir haben uns auch ganz bewusst entschieden, ein paar Sachen einfach neu zu machen und einfach alte Sachen zu sagen, das ist einfach Schrott, das lass uns besser machen, lass uns da einfach was Besseres überlegen, und zumindest haben wir es versucht. Ja. Achso, eine Umfrage, wie viel, okay, also die Umfrage, sagen wir es mal anders, wer hat mehr als 250 Hosts? Ja, also Minderheit jetzt. wer hat mehr als 5000 Hosts? Der sich's leisten kann, erstmal? Ja, gut, also ich, da sind wir jetzt wahrscheinlich auch so am, ich weiß nicht, also ich kann mich auch täuschen, aber ich glaube, wir sind natürlich hier einfach in einem Bereich, Firmen, die Leute haben einfach auch mehr. Aber ich glaube, die große Masse, die halt irgendwie sagt, Apt-get install, Nagios oder Ezinga, das würde ich da auch in einen Topf schmeißen, die wollen halt schnell zum Zuge kommen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, genau deswegen ist das Zeug auch so erfolgreich, weil jeder irgendein Plugin schnell zusammenbringt, auch wenn das Perl hinten sich zu Tode schrubbelt, aber irgendwann kommt halt vorne okay raus. Und naja, machen wir uns nichts vor, so sieht es halt aus. Ja? Er muss jetzt erst dann mit dem Maven-Prozess irgendwas aus dem Repository rausholen, dreimal durch XML-Nudeln, sondern es ist halt simpel. Aber klar ist, hier sind wir wahrscheinlich schon in einem Bereich, wo wir enterprisig sind von Größe und Konfigurationsanspruch. Ja? Möchtest du weiter Fragen entgegennehmen, dann gebe ich das Telefon weiter. Achso, ja, immer. Nur ganz kurz, ihr habt C++ gewählt. Hattet ihr über Java nachgedacht beispielsweise? Einfach aus dem Grund, weil... Einfach aus dem Grund, weil wir jetzt hier über 5000 Hosts und Co. sprechen und halt eine JVM darin sehr, sehr gut ist, verschiedene Lastspitzen einfach mal abzukönnen, gerade bei langlaufenden Prozessen. Und da ist C++, und ich bin wirklich kein Java-Fanboy, hat so seine Vorteile. Also das kann ich jetzt nur für mich persönlich beantworten. Also zum einen habe ich irgendwann die Lernkurve gemacht, dass in dem Bereich, wo wir arbeiten, Java, das hat es jetzt leicht gehört, nicht so beliebt ist. Also das ist das eine. Also ich habe eine Java-Historie. Ich habe mich früher damit beschäftigt, habe so Business Process, People, SOA, diesen ganzen Käse gemacht, und ich finde Java schon gut. Also mir gefällt es, und auch was man mit einem Tomcat machen kann. Und jeder, der irgendwann mal mit einem PHP-Framework vielleicht angefangen hat und hat dann 50.000 Requests, der ist froh, wenn das irgendwann auf Java portiert hat. Ja. Aber zum einen ist es schon so, dass vielleicht der Stack, in wir leben, da nicht so fit ist. Und vielleicht, da kann man durchaus auch mal so die Konkurrenz, die es gibt, auch schauen. Nimm zum Beispiel OpenNMS. Also OpenNMS halte ich für eine gute Monitoring-Lösung. Die Jungs sind pfiffig, die kennen sich aus. Aber wenn du da wirklich mal ran willst, und ich sage mal, doch viele Admins, die auch monitoren, ja eben keine Java-Developer sind, sondern halt jemand ist, der sein Problem von links nach rechts schieben will. Jetzt will der was erweitern. Und dann muss der außer Maven-Repository irgendwas zusammenziehen, muss das links zusammenbauen, muss das dann durch ein Unbuild jagen, damit irgendwann hinten Blub macht. Dann ist es einfach arschkompliziert. Also die Lingua Franca letztlich. Ja, Java ist einfach, es ist komplex. Jetzt ist natürlich C++ auch nicht einfach, aber ich denke, C++ ist wesentlich anerkannter, ist etablierter. Es gibt auch in den... Das würde ich wieder nicht sagen. Also, es ist egal, was ihr wählt. Ja. Aber es ist eine grundsätzlich, es ist eine riesen... Ich habe mal am Linux-Tag habe ich mal einen Vortrag gehalten, da ging es dann auch über Ezinga Web, und dann... Ja, und dann meldet sich einer und dann sagt er, ja, warum habt ihr das nicht in Ruby gemacht? Und alle, du Blödmann und so. Also es ist halt auch eine Glaubensfrage, ne? Der Ruby gut ist und der das kann, der sagt, Ruby ist saugeil, ich kann sauschnell mein Problem lösen, mit Rails noch eine Web-Applikation drauf, super. Und für die anderen ist es ein artfremder Stack. Ich glaube, das größte Argument ist, dass es ein artfremder Stack auch für uns ist. Ja. Wir das Knowledge auch nicht haben, also wir haben keinen, außer der Janis, der, glaube ich, so ein bisschen Java macht. Das ist dann schon mal das Erste, da wir ja keine Firma sind, wo wir jetzt sagen, und jetzt alle einmal auf die Java-Schulung, sondern wir müssen jetzt erstmal gucken, was haben wir. Und letztendlich auch in der Szene, ich würde jetzt das mal zumindest als Foto nehmen, ich glaube auch diese großen Java-Koryphäen da sind. Und ich glaube zum Beispiel, ich will der Konkurrenz jetzt nicht helfen, ich glaube zum Beispiel, wenn OpenNMS nicht Java wäre, hätte es eine viel größere Community. Aber die schießen einfach ganz viele raus deswegen. Ich komme aus der Python-Ecke, ich mag schon kennen, natürlich. Aber es ist halt
Ja. Also bin ich auch, ich stehe ja vorne, ich bin leichter mal, zu treffen. Aber mal wieder zurück zum Thema. Ja, wir haben ja noch anderthalb Stunden, aber ich schicke mich ja. Ja, du hast recht. Also, aber sagen wir, die Entscheidung haben wir jetzt so getroffen, mit C++ und Boost zu machen. So sieht das Ganze vom Prinzip aus. Es gibt einen Core und der hat Loadable Components. Ich darf den nicht Modules, darf ich nicht sagen, warum weiß ich jetzt eigentlich nicht, aber es heißt jetzt Components. Und der letztendlich sich in Aufgaben unterteilt. Machen wir uns jetzt auch nichts vor, das soll auch mal an der Stelle sagen, was zum Beispiel die Kollegen von Schinken machen, ist auch nicht so viel anders. Also die teilen ja auch die einzelnen Aufgaben auf in gewisse Prozesse. Ich glaube, da gibt es einen Poller und einen Scheduler und einen Arbiter. Also der Grundgedanke, distributed zu machen, ist jetzt ja auch nicht komplett neu erfunden. Aber unser Anspruch, den wir hatten, war, wir wollen das trotzdem in einem Prozess haben. Und wenn jemand nichts hat, wenn der keinen extra Poller braucht und nicht noch irgendwas anderes, dann kann er das ganz normal in einem Single Binary fahren wie bisher. Und wenn er mehr braucht, kann er sich mehr dazu konfigurieren. Wie das dann ausschaut, kann ich euch gleich zeigen. Und das Weitere war natürlich, und daher kommt diese ganze Verteilung, dass ZeroMQ, der weggeschmissene Prototyp, eigentlich wichtig war, weil wir dann wirklich wussten, was wir wirklich machen wollen. Das heißt, unser Grundanspruch eigentlich in Isinga 2 ist, dass ein Isinga 2 Core, und wie gesagt, ich zeige es auch gleich, also es ist jetzt nicht nur Marketing, kann alles werden, wenn man will. Jeder kann sich mit jedem replizieren und ich kann alles an jeder Stelle machen. Bedeutet, ich kann zum Beispiel, vorausgemerkt, ich brauche es, sagen, auf der einen Stelle läuft hier in Isinga Core, der checkt nur, auf der anderen Seite, der hat die Config, der kümmert sich um die Replikation. Hier gibt es nur einen Checker und da unten schreibe ich aber in die Datenbank oder auch noch andere Module. Also ich kann quasi wie in einem großen Bus alles überall ansetzen, wenn ich das brauche. Und wie das ausschaut, da kann ich nur scheitern. Das zeige ich mit Verzögerung des Displays mal jetzt. So. Also. Sieht man das so halb? Ja, ne? Ich habe jetzt mein gutes altes System 5-Manier nach Opt installiert. EDC include lib sbin. Es gibt eine Verzeichnisstruktur, das kann man sich dann auch später mal runterladen. Vom Prinzip, wir gucken uns einfach mal die Main-Config an von Isinga 2. Es gibt ein paar Demo-Configs, die da drin liegen. Was ist der Grundgedanke? Kann man es lesen? Halbwegs? Ja, bitte? Es ist kein XML, aber es gibt einen Parser, da kannst du es dann, nee, Schmarrn gibt es nicht. Das wäre aber eigentlich noch die Idee, dass wir mit einem XML nochmal drüber gehen. Also, ich habe eine Konfiguration, ich habe ein Local Object. Local heißt an der Stelle, ist ganz wichtig, es wird nicht repliziert. Also das heißt, wo jetzt zum Beispiel auf dem Server der State oder der Pitfast liegt, das ist ja lokal für diese Instanz relevant, das ist nichts, was in den Replication State mit rein muss. Und ich habe ein globales Makro, das habe ich jetzt hier schon applikationsweise für diesen Core definiert, wo ich eben die Plugins setzen kann. Ich kann hier noch so ein bisschen was wie Logging machen. Ich glaube, Logger kennt man, ich kann die verschiedenen Severities einstellen, was ich halt anzeigen will. Ich habe eine Component, die ich hier laden kann, das ist der Checker. Man kann sich vorstellen, was der macht. Der ja, der checkt, wenn ich den auskommentiere, checkt er nicht. Es gibt den Delegator, der Delegator kümmert sich darum, Konfiguration zu verteilen. Er macht es anders als, wobei ich muss sagen, wie es Gement genau macht, weiß ich nicht, aber er macht jetzt keine Packs in dem Sinn, sondern der Delegator verteilt eigentlich erstmal im Round-Robin-Verfahren an alle. Und jeder kann alles checken, da notwendige Dependencies repliziert werden zu dem Standort. Das heißt, wenn ich drei Checker habe, dann kennt der Delegator die, schiebt die Checks entsprechend raus. Wenn einer stirbt von diesen Checkern, dann lastet er um. Also der erkennt, es ist einer gestorben, nimmt die Checks, verschiebt sie auf die anderen. Wenn der Delegator ausfällt, dann macht der Checker alle Checks, die er bis dato gemacht hat, weiter. Wenn der Delegator wieder kommt, subscribt er sich zurück, vergleicht aus dem Replikationsstatus die Ergebnisse, hängt sich wieder dran und wird wieder umverteilt. Ich zeige es auch wieder Demo, wie es dann funktioniert. Dann gibt es die Compat. Component, die Combat Component ist dafür da, um letztendlich die Status dazu schreiben, also hier das statische Interface anzubinden. Es gibt eine Combat IDO, das heißt, ich kann jetzt hier, es ist auskommentiert, auch sagen, ich möchte hier die IDO vom Prinzip, Michi, hau mich nicht, das ist IDO Mod an der Stelle, also ich brauche nach wie vor, wenn ich es in die Datenbank schreiben will, dann hinten noch IDO to DB, das ist quasi der IDO Mod Teil, der da integriert ist als Loadable Module.
da wird die Zukunft zeigen, wo es datenbankmäßig hingeht. Da wird man einfach irgendwas was Neues machen müssen, vielleicht gibt es da mal was anderes. Aber wir können halt so jetzt mit dem Isinga 2 Core auch schon Isinga Web Reporting und alles so verwenden, als wäre es der alte Core. Und das war uns halt total wichtig. Dann geht es so ein bisschen in die Config rein. Es gibt kein Kommando mehr. Also die alte Definition des Check-Kommandos gibt es nicht. Das hat eigentlich damit zusammen, weil Check-Command immer aus zwei Werten bestand, nämlich den Namen und dem Check-Command. Und das ist jetzt ein abstraktes Service-Template. Das heißt, ich sage, ich habe einen abstrakten Service, der hat hier erstmal als Basis nativ Plug-and-Check. Was ist die Idee dahinter? Plug-and-Check ist Skript ausführen, Perl, whatever. Dazu gibt es dann halt noch andere Dinge, zum Beispiel SNMP-Traps oder nativ NRPE. Alles, was ich machen kann, ohne da nochmal einen Fork dafür zu machen, das kann ich dann gleich intern abwickeln. So sieht ein Ping-Check aus. Auch ein abstrakter Ping-Check, der inherited letztendlich wieder diesen Isinga-Service. Somit weiß er schon, was er als Check hat. Da steht dann ganz normal das Check-Command, wie man es kennt, und die Makros, die man dafür braucht. Es gibt keine vordefinierten Makros. Man kann jedes Makro verwenden, wie man möchte, und man ist frei, wählbar, wie viele Makros man in irgendeinem Bereich da reinschieben will. Man kann die auch, es gibt auch eine Doku, da steht es auch genau beschrieben drin, hinzufügen, oder man kann die wegnehmen mit Plus und Minus. Man kann mit ihnen auch arbeiten. Also ich kann zum Beispiel auch sagen, der Check läuft 60 Mal Makro aus dem Parent-Check zum Beispiel. Also ich kann auch mit den Inherits multiplizieren. Man sieht hier einen Ping 6, der arbeitet hier zum Beispiel mit einem anderen Host-Makro zusammen. Hier gibt es den HTTP, also hier gibt es einfach noch ein paar Beispiel-Checks, die da drin sind. Ich gehe jetzt einfach mal drüber. Ich glaube, das kann man sich soweit vorstellen. Dann gibt es noch den Demo-Check. Und da unten gibt es den Host. Und der Host, der ist ebenfalls so definiert, aber es ist so, dass ich an dem Host sage, welche Services will ich denn da alle dran klatschen. Das kann ich dynamisch entweder vererben oder ich kann jeden Service dazuhängen. An sich definiere ich einen Host und sage, ich will Service 1 bis X oder ich nehme alle, das zeige ich auch später, die ich aus einem abstrakten Host nehmen will, also einem Host-Template. Es geht, Gunnar hat es schon gesagt, es geht alles über Templates. Ich kann alles über Templates mit vererben, verbinden oder ich kann auch nach wie vor plain alles einzeln hinschreiben. Also wie gesagt, das ist mir zu abstrakt. Der kann es trotzdem ganz normal aus seinem Skript rausgenerieren und dann funktioniert es immer noch. Und ich kann dann eben hier über die Makros auch die entsprechende IPv4 und IPv6 Adresse setzen. Check-Intervall, aktuelles Minimum sind 15 Sekunden. Ich kann Check-Intervall angeben mit S, M und H und kann den Check-Intervall quasi so fein parametrisieren. Das Minimum hardcoded, ich glaube, das steht im Code über Moment drin mit einem Parameter, sind 15 Sekunden. Ansonsten kann ich hier genau sagen, in welchem Intervall ich das checken will. Und mehr ist nicht zu tun. Das heißt, es ist eine Config und der entscheidet, was passiert. Und jetzt starten wir es mal. Bin aufgeregt wie ein kleines Kind. So, also was man sieht, der lädt das Config-File, lädt die Config, sucht nach Subskriptionen, lädt den Checker rein. Also das sind alles einzelne Komponenten, die ich ihm vorgegeben habe und stellt letztendlich diese Checks ein. Wenn ich jetzt hier mal draufgehe, dann sehe ich das letztendlich auch. Also das ist der eine Localhost, den ich definiert habe, mit den entsprechenden Checks, die werden jetzt gescheduled, sind im Moment auf Pending und nach gehen sie auf OK oder eben nicht, werden halt entsprechend auch noch eingescheduled. Okay, also kann man sich erstmal vorstellen, stinknormal, wie man es kennt. Ich breche das mal ab, dann schreibt er seine Statusdat und gehe wieder in die Config, um ein nächstes Beispiel zu zeigen. Und zwar, ich kopiere Demo 1. So, schauen wir uns Isinga 2 Conf an. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe dasselbe Beispiel von vorne übernommen, habe einen neuen Host unten dran gehangen. Host isinga.org. Aber, und das ist jetzt spannend eigentlich, die Services habe ich wieder die zugeschnitten, die ich bisher habe. Ich habe aber in dem Host-Check unten letztendlich eine Business-Logik drin. Ich sage, der Host-Check ist dann okay. Kannst du ein bisschen hochscrollen? Ja. Ach so, ja. Ich lade mal kurz die Status-Map. Ist das jetzt oder und?
Müssen wir mal helfen. Und, ne? Genau. Das heißt, der Host-Check ist hier konfiguriert zu sagen, der Host ist dann ab, wenn die beiden Services gehen. Das ist quasi die Host-Check-Regel, die da dahinter liegt, die ich auch dynamisch entweder aus dem Template gebe oder ich kann sie unten wieder überschreiben. Das ist vollkommen egal, wo es herkommt. Ich speichere es jetzt mal nicht ab, weil sonst habe ich diese uns drin. Lade es mal rein. Zack. Jetzt habe ich einen zweiten Host, der ist im Moment, die anderen sind noch auf Pending. Der Host ist down. Jetzt hat er die anderen soweit gecheckt, aber er bleibt critical. Weil ich, was habe ich eigentlich gesagt? Die beiden müssen laufen. Der Ping-Check läuft nicht, weil ich die Adresse nicht definiert habe. Das ist in dem Sinne ja sogar mal ein gewollter Fehler. Jetzt stoppe ich das nochmal. Genau, weil wie gesagt, das Makro hier nicht definiert ist. Jetzt kann ich entweder ein IPv6-Makro angeben. Ich nehme einfach hier das Localhost IPv6, weil dann wird nämlich dieser Ping auch funktionieren. Gleich zerlegt es mir die SSD. So, jetzt sieht man, jetzt ist nur der Ping, HTTP und Ping 6 und somit ist dann der Host-Check auch valid. Kann man sich das? Okay. Gut. Wie geht's weiter? Wir kopieren mal die Abstract drüber. Ich habe mir das immer vorbereitet, weil ich war mir sicher, ich werde es nie mehr zusammengekriegen. Alle lachen mich aus und die sind immer da. Die Herren. Ja. Das Ganze funktioniert auch mit Vererben, oder? Genau, ich kann jeden inheriten, immer von jedem anderen. Also ich kann kreuz und quer vererben, wie ich will. Und soweit ich jetzt weiß, ich habe so mit der Config, die ich zusammengespielt habe, was im Moment noch nicht geht, aber ich glaube, das ist auch bekannt, was einfach nicht implementiert ist, ich kann im Moment keine Host Group removen, die inherited ist, aber ich kann beliebig welche adden. Also ich kann zwei reinschieben und kann die auch erweitern. Hier sieht man das so ein bisschen an dem Beispiel. Ich habe einen Abstract Host, HTTP Host, der nur einen Service hat, der aber kein Adressmakro hat. Also ich habe einen Host definiert und sage, dieser Host schaut bei mir so aus, aber er ist quasi nicht ausgearbeitet, sondern das ist eine Host-Hülle. Und erst da unten inherite ich diesen Host, adde diese Makros dazu und sage, es ist einmal Google, es ist einmal GMX und ich erbe wieder aus diesem abstrakten Host. Und die Ausgliederung, wie das Ganze ausschaut soll, mache ich weiter unten. Schauen wir mal, sieht so aus. Schupp. Also man sieht im Endeffekt, hier, jetzt hat er die zwei Hosts angelegt, die sind auch da und das war es an der Stelle auch. Jetzt kann man es noch ein bisschen weiterspinnen. Jetzt probiere ich es mal in der Config direkt zu ändern, wahrscheinlich fliegt es mir dann um die Ohren. Haltet ihr noch ein bisschen durch? Ich mache auch weiter, wenn keiner mehr da sitzt, das ist eine meiner Eigenschaften. Sagt meine Frau auch immer, ich bin schon seit einer halben Stunde nicht mehr da. Aber du erzählst noch. So. Also, was ich auch machen kann jetzt an der Stelle, ich kann natürlich sagen, den Host möchte ich jetzt in einer Hostgruppe hinzufügen. Das heißt, ich mache hier ein Komma rein. Hostgroups ist gleich Demo 1, Demo 2. Danke, danke. Hier wird mitgearbeitet. Das ist hervorragend. Speichere das ab. Schieße es an und dann habe ich die beiden Hostgruppen da. Wenn ich die Hostgruppe jetzt erweitern will, weil ich sage, ich möchte aber trotzdem noch diese Hostgruppe, ich glaube Alias heißt, den Hostgruppe Alias hinzufügen, dann kann ich das ausmachen, indem ich das da unten wieder sage und sage, ich glaube es ist, oh je, jetzt geht mir die Luft aus, Moment. Das kriege ich schon zusammen. Demo 2 Host Group. Also, ich kopiere das jetzt hier mal raus. So. Also,
Ich habe die da oben definiert, jetzt habe ich natürlich hier noch einen anderen Namen drin. Die Host Group Demo habe ich quasi da oben erstellt. Also indem ich gesagt habe, du bist da drin, habe ich sie erstellt. Jetzt nehme ich die und sage Demo 1, möchte ich jetzt noch diesen Alias vergeben. Habe nichts falsch gemacht. Starte die an. Dann hat er das mit erweitert. Also ich kann an jeder Stelle quasi an die Config rangehen, wie ich will. Ach so. Ja, ich habe mich eigentlich nicht gewundert. Aber jetzt sagst du es, jetzt hast du mich fertig gemacht. Okay. Distribution. Das ist ja eigentlich auch das Spannende. Also ich glaube, man kann sich das nicht vorstellen. Läuft als ein Prozess. Die Konfiguration, es ist in der Doc beschrieben. Es ist einfach, ich kann mir vorstellen, also sagen wir es mal andersrum. Ich habe mir die erste Viertelstunde gedacht, oh je. Und dann habe ich mir gesagt, geil. Ich glaube, es ist richtig, den Cut zu machen und manches Altes über Bord zu schmeißen. Ich hoffe, dass da keiner sagt, weiß nicht. Also spielt mal damit rum, das ist wirklich richtig, richtig gut. So. Isinger 2Conf. Schauen wir uns die an. Jetzt hat sich was verändert. Und zwar möchte ich jetzt quasi mit dem Server mehr machen. Jetzt habe ich da oben die Zertifikate mit reingehangen. Also ich brauche immer die CA und das Zertifikat für den einen Host. Ich brauche eine Node, den ich habe. In dem Fall ist das quasi mein VirtualBox Internetwork, was ich hier habe. Und ein Port, der beliebig sein kann. Mehr hat sich an der Stelle jetzt nicht geändert. Ich habe alle Komponenten drin. Ich habe den Checker nach wie vor drin. Es ist nichts anderes, was da ist. Jetzt sieht man, dass er diesen Port aufgemacht hat. Er hat gesagt, ich habe einen Delegator, er hat diese CAs geladen, die Identity, quasi damit kann er sich in seinem ganzen Bereich authentifizieren und hört auf diesen Port. Mehr macht er nicht. Er macht alles andere wie selber. Er checkt jetzt selber und das war's. Jetzt gehe ich auf den anderen Server. Also ich bin jetzt hier auf, wo bin ich? Da bin ich. Meine zweite virtuelle Maschine. Kann man es lesen? So. Gehe da mal nach Isinger. Hier die Konfiguration. Und kopiere Isinger 2, weil da habe ich dieselben eigentlich rüber kopiert. Dist Master und Slave, ich habe es so genannt, aber an sich ist es eigentlich egal, wer was ist. Und kopiere das mal auf Isinger 2 Conf, mache Isinger 2 Conf mal auf. Dann ist hier das Gleiche, ich habe auch hier meine Zertifizierung, ich bin jetzt hier Isinger 2 als Host. Und das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe gesagt, hier ist mein Endpoint. Wo ist mein Endpoint? Zu Isinger 1. Das ist das Einzige, was die von einer nicht-distributed-Konfiguration unterscheide. Ich mache mich quasi bekannt und sage, ich bin der mit einem SSL-Zertifikat und ich habe hier noch einen Endpoint definiert. Und ich habe hier keine Checks. Also hier sind keine Checks definiert. Das ist nur der blanke Core, der als Hülle definiert ist. So. Schauen wir mal. Der checkt hier fleißig, jetzt bekommt er eine neue Subskription. Das heißt, Isinger 2 meldet sich bei dem an und sagt, wer bin ich? Und sagt, welche Eigenschaften habe ich? Ich bin Checker, also ich kann checken, das ist das, was ich kann. Der Delegator sagt, cool, wenn du checken kannst, dann will ich meine bisherige Checklast und verteile die um. Das heißt, vom Prinzip, die Hälfte aller Checks kriegst jetzt du. Also Stand heute macht das im Round Robin und jeder kriegt quasi anteilig ab und sobald er nicht mehr kann, kriegt er halt keine mehr. Ihr solltet vielleicht überlegen, dass das vielleicht auch wirklich irgendwie verteilt wird. Wenn ich zum Beispiel jetzt einen Poller in die DMZ stellen will, ja. Dann ist es ja irgendwie nach welchen Kriterien interessant, dass nur der Poller DMZ checkt zum Beispiel. Das, ja, da hast du recht. Das ist letztendlich was, ich glaube, Schinken heißt Streams, das werden wir über Domains auch entsprechend machen. Also genau, dass du sagst, bestimmte Dinge möchte ich nur da checken. Das braucht man, weil du eben genau sagst, ich komme an den Application-Server über nur da drüber ran. Klar, also das ist nicht drin, deswegen kann ich es nicht zeigen, aber es steht auch in der Doku drin, ist da berücksichtigt, wollen wir auf jeden Fall mitmachen. Also das heißt, man sieht jetzt, der hat ja auch Checks bekommen und jetzt gehe ich mal auf den anderen. Das ist jetzt quasi der Isinger 2, dann hat er auch die entsprechend drin. So. Wie lange baut
Da steckt im Moment drin ein halbes Jahr. Jetzt beende ich den Master. Also der, der die Konfiguration hält, den hier, das ist der Zweier, Isinger 1, den schieße ich ab. Jetzt sagt der Isinger, okay, habe ich verstanden, da ist irgendwas passiert, Isinger 1 hat sich abgemeldet, er schreibt seinen Combat-Status weiter, er kann quasi keine SSL-Verbindung mehr aufmachen, checkt aber nach wie vor weiter. Das heißt, alle Checks, die er zuvor delegiert bekommen hat, die checkt er auch mit. Wenn ich in dem Isinger 1 den Checker deaktiviere, weil ich sage, ich habe nur mein Master, ich will da die Config halten, mein Webinterface befüttern, ich nehme den Checker raus, dann checkt er gar nichts mehr. Man sieht es auch, wenn ich auf das Webinterface gehe, jetzt von dem noch Lebenden, dann sieht man auch, dass die refreshed werden. Also es gibt dieser Last Check, der läuft nach wie vor weiter. Von den Checks, die er hat, man hat jetzt gesehen, Ping 4, 18:06, obwohl der eigentliche Konfigurationsdreher immer existiert. Ich kann auch, wenn ich will, an mehreren Stellen die Config einspeisen in das System. Also ich kann auch die Konfiguration an mehreren Stellen haben. Ich kann jetzt hier an derselben Stelle noch einen anderen Host konfigurieren, dann wird er auch repliziert. Ob das empfehlenswert ist für später, das muss man mal sehen, weil wenn du dich theoretisch vorstellbar, dass da mehrere mit dem gleichen Namen, die Validierung ist dann halt etwas schwierig. Aber grundsätzlich funktioniert das eigentlich ganz gut. Heißt, ich bin nochmal auf dem 1er, habe den ja quasi hier deaktiviert, gehe in die Singer-Config rein, suche mir den Checker, nehme den Checker raus, starte den wieder an. Das heißt, ich checke hier überhaupt keine Komponente mehr. Dann erkennt er wieder Isinger 2 als Checker, sagt selber, aber man sieht, dass er keinen Checker geladen hat, also werden alle Checks auf der anderen Seite ausgeführt. Der stellt fest, dass er wieder eine Subskription hat, kriegt über den Delegator die Services wieder ab und fängt einfach an, wieder weiterzuarbeiten. Wie funktioniert das jetzt mit den Notifications? Die Notifications ist letztendlich auch eine Komponente, die es Stand heute nicht gibt. Also muss man ehrlich sagen, die gibt es noch nicht. Aber vom Prinzip werden die Notifications-Komponente genauso geladen. Das heißt, ich kann die Notifications auch von einer bestimmten Stelle aus machen. Vorstellbar wäre jetzt, also wie gesagt, das ist uns total wichtig, alles in einem Topf geht. Ich sage, ich habe jetzt mein normales Isinger, ich will ein bisschen checken, notifizieren, Performance-Daten, Datenbank schreiben, dann geht es alles in einem Topf. Ich kann aber jede Komponente auch überall hinschieben. Notifizierung wird genauso eine Komponente sein, die ich lade und dann letztendlich vermutlich mit einem Notification-Command dann auch wieder nach außen schicke. Also das wird eh nicht sein. Vom Prinzip sind so, dass die Check-Results, die er hat, die ersten Speicher dazwischen, da gibt es noch kein Parameter, wie man das speichern kann. Das müsste man sich jetzt an der Stelle halt auch wieder überlegen, was man machen will. Also das ist ja so ein klassisches Szenario, wo ich sage, Außenstandort ist abgetrennt, ich will, dass er weiter checkt, aber ich will, wenn dann nach 2 Stunden die Verbindung wieder online kommt, dass er mir alle Results, die er gecached hat, zum Beispiel zurückspielt. An sich ist es kein Problem, weil in der Replication-Komponente er mit Timestamps arbeitet. Das heißt, ich könnte alle nachholen, da muss man sich halt dann irgendwann entscheiden, wie lange muss man es aufheben, also wie arbeitet man mit so einer Blackbox, die außen unkontrollierbar läuft. Aber das wäre auch eine Variante. Ich will mir jetzt nicht sagen, trauen, das ist die richtige, aber das geht auf jeden Fall. Bernd, möchtest du noch was zeigen? Ja, oder kurz. Wollen wir gleich doch fragen? Nein, ich bin gleich fertig. Okay, Lass mich ganz kurz noch und dann gebe ich hier Ruhe. Du weißt, wir müssen die Saalwette noch. Ne? Und so. Die Saalwette. Ich will ja nicht, dass der Pudel stirbt bei der OSMC. Das will ich auf keinen Fall. Bisschen Benchmarking noch. Also, ich kopiere mal Isinger 2. Demo 5. System nach Isinger 2 Conf. Da habe ich jetzt ein Include gemacht von dem anderen Fall, dieses Isinger Masshost.conf. Mache ich mal auf. So. Vom Prinzip ist es da oben ein abstraktes Host-Objekt. Hat einen Demo-Check, einen Service, einen Check-Intervall von einer Minute und hat dieses Makro-Localhost. Also, ja, Quatsch, weil ich checke halt meinen Localhost. Darum, es geht mir auch jetzt ein bisschen schneller als, es ist einfach nur mal auf meiner windigen VM mit einem Core das mal zu zeigen. Speichere das ab, starte das an, hoffentlich funktioniert es. So. Jetzt schauen wir mal. Das Config-Parsen dauert Zeit. Wir haben es mal, was glaube ich, mit 1 Million haben wir es mal probiert. Da dauert es dann 25 Sekunden, Stand heute.
Also er hat wieder den, der andere läuft ja noch, der Checker ist ja noch da. Und was man jetzt eigentlich auch sieht, ich schieße dem quasi dem Checker auch zur Laufzeit neue Serviceobjekte rein. Was wir Stand heute noch nicht gibt, es gibt keine API mit Create Host und das dann in Runtime reinzustecken. Aber im Hintergrund passiert genau das jetzt. Der subskribiert sich und sagt, was hast du denn da? Und wenn ich jetzt quasi mal auf den Zweier gehe, also der die ganze Zeit weitergelaufen ist, dann kocht er, also man sieht oben an meiner CPU, da oben, dass die Box im Moment noch unbalanced läuft. Aber jetzt hat er quasi alle fünf, was soll ich? Jetzt wird die Pagination. Ja, geil. Das gefällt mir hier so, das ist, weil das läuft hier einfach. Das dauert auch einfach dann. Aber man hat es gesehen, also auf dem zweiten Server, die Komponente lief einfach weiter, hat jetzt über den Replicator alle Objekte, die neu dazugekommen sind, umverteilt bekommen und die Objekte landen dann, wenn ich meine CPU nicht den Heldentod sterben lässt, auch hier und landen da drin und kommen von der anderen Komponente. Und jetzt kann man es auch Pagination, jetzt wie gesagt, das Ding wird jetzt gleich zerkochen. Das hat jetzt, also jede Maschine bei mir hat jetzt 1 GB RAM und hat einen Core. Aber man sieht auch, die Pagination funktioniert. Der ist immer noch dabei. Und man sieht jetzt eben hier auch, dass der diese umverteilt hat. Also man sieht die Idle Services, die auf Pending sind. Das ist jetzt hier noch der Master, wo ich die Config geladen habe. Und sieht eben auch an dem hinten, dass der anfängt, von dem initialen Server wieder Checks zu übernehmen. Die kriegt er vom ersten automatisch repliziert. Mit der Komponente Replicator, die du laden kannst, oder die du, das ist eigentlich quasi die Initiale, werden immer alle Sachen synchronisiert. Nee, die Status-Dat schreibt jeder selber, weil alle dasselbe Bild haben. Du schiebst die Config-Element drüber. Das heißt, in dem Moment sage ich, es gibt ein neues Config-Element und der Delegator sagt, also einfach, ich habe 10.000 Checks. Der Delegator sagt, nee, nehmen wir es anders, weil ich es leichter teilen kann. Ich habe 9.000 Checks. Ich habe 3 Checker. Dann kriegt jetzt einfach jeder 3.000 Checks und jeder checkt. Jeder hat aber auch das Ergebnis des anderen, was er über die Replikationsschnittstelle bekommt. Und das kannst du halt dann wieder subskribieren. Du kannst aber auch lokal das Compat-Modul, die Compat-Komponente nicht laden. Dann schreibst du auch lokal keine Status da draus, weil ich sage, ich checke ja nur, ich will nichts anschauen. Aber du kannst jetzt sagen, ich habe einen Außenstand und dann will ich dort monitoren über eine Domain, weil das ist mein Kunde X, der braucht auch ein Interface und der will es auch noch in die Datenbank schreiben. Dann kann ich einfach die Compat-IDO noch laden, dann schreibe ich es den noch in die Datenbank rein. Also irgendwann in einem Cluster-Workshop habe ich gesagt, Split-Brain geht immer. Also vom Prinzip, nein, das war jetzt eher spaßhaft gemeint, vom Prinzip ja. Wenn ich 2 Komponenten habe und der Delegator läuft links, checkt was und der rechts checkt was und jetzt ist die Verbindung links tot, dann macht der Checker Stand heute nichts anderes. Das ist jetzt zumindest konfigurationstechnisch mal seine Aufgabe, sagt, ich check weiter. Ich habe die Verbindung verloren, aber ich gehe mal davon aus, meinen Job soll ich weitermachen. In dem Moment, wenn ich jetzt da noch einen Notifizierer habe, könnte es ja auch sein, dass er auch notifiziert. Da müsste man sich im Zweifelsfall einfach auch ein bisschen entscheiden, was man haben will. Aber du kannst letztendlich so auch auf beiden Seiten einen Delegator haben und dir die Config-Elemente kreuz und quer in alle Richtungen schieben. Meistens ist halt immer so, nicht alles, was geht, ist auch immer gut, weil irgendwann versteht es keiner mehr. Aber eigentlich kann ich genau so ein Szenario auch aufbauen. Okay. Dann will ich euch quasi auch mit der Demo mal alleine lassen. Das ist so ein bisschen, das hat der Michi vorne auf seinem Notebook probiert. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Das sind 100.000 Service-Checks auf seinem Notebook. Eine Load von 2. Funktioniert ganz gut auf seinem Arbeitsserver. Da waren es dann irgendwie 1 Million. Das hat auch funktioniert. Leider kann man das Bild nicht so schlecht sehen. Und was es gibt, das hat der Runo noch fertig gemacht. Es gibt einen Installer für Windows. Da habt ihr lange drauf gewartet. Natürlich, weiß ich. Keine Ahnung. Ich brauche es nicht, aber wer es braucht, warum nicht? Das ist halt, es ist C++, es ist die Boost Library, es ist SSL, da muss man auch 3-mal im License Agreement ja sagen, dass man SSL Boost und GPL akzeptiert und dann kann man es halt machen. Also wenn jemand sagt, meine Datenbank, und lasst uns ja ruhig mal spinnen, strategisch ist die halt bei uns MS SQL Server, dann kann der auch den Isinga Core nur mit Compat IDO, die dann vielleicht in die MS SQL schreibt, auf dem Windows-Rechner laufen lassen.
Also das kann vielleicht einen Grund geben, dass man es braucht. Ich wüsste den Stand heute auch nicht. Aber das ist ja auch ein wenig so ein IT-Thema. Ne? Wenn es geht, muss man es unbedingt probieren. Und es funktioniert. Was waren das bei einer Million Checks? Was waren das für Checks? Dödel-Checks, Check-Dummy irgendwie. Also nichts. Klar, es ist ja wie immer mit Benchmarking. Also A, haben wir die Datenstand heute gar nicht. Und B, macht es jetzt auch gar keinen Sinn, sagen, wir sind jetzt so viel schneller. Die Grundidee, und also ich hoffe, dass ich das rüberbringen könnte, ansonsten schimpfen mich die anderen, ist eigentlich, viel geht, aber eben nichts muss. Also wenn ich simple bin, dann habe ich eine Config, ich habe nichts, kein SSL-Zertifikat, ich habe keinen Delegator, sondern ich check, wie ich will. Und sobald ich in die Breite mit irgendwas gehen will, dann kann ich es halt so einsteuern. Ich kann das sicher machen über SSL, ich kann diesen Endpoint von jeder Seite aus bedienen. Und ich sag mal, klar haben wir auch als Projekt, natürlich wollen wir auch besser sein als die anderen. Aber das wollen die anderen ja auch. Und das ist ja, finde ich, gesund. Also von daher, unser Anspruch ist natürlich zu sagen, wir wollen das so gut machen, dass das für den, der wenig hat, einfach zu bedienen ist. Dass der sagt, ich habe genau diese 250.000 Service-Checks verteilt mit Domains und da will ich in die Datenbank schreiben. Dass der das auch mit dem Ding machen kann, ohne sich in einem XML zu Tode zu rumpeln. Sondern dass der das einfach machen kann. Und wahrscheinlich ist das die größte Schwierigkeit, die jeder immer hat, wenn er es jedem recht machen will. Aber ich persönlich, also ich finde, es ist sehr leicht zu verstehen, es ist sehr leicht zu konfigurieren und man kann es, glaube ich, relativ gut erkennen, was die Idee dahinter ist. Zumindest hoffe ich es. Das Git ist noch nicht offen, weil es noch nicht bereinigt ist. Aber morgen dann mit dem Release wird das Git da sein. Da kann man sich es einfach mal runterladen. Es gibt ein Autoconf. Autoconf heißt es? Autoconf. Ich habe das alles selber installiert, ohne fremde Hilfe. Wird mir nichts nützen. Was wollen wir machen? Also vielleicht, das ist so ein bisschen Public Events, da wollen wir nächstes Jahr dabei sein. Auf jeden Fall wieder bei Floss UK in Großbritannien. Da gibt es eine große Community, da wollen wir wieder hin. Vielleicht auch Lisa in Washington. Large Installation passt ja ganz gut. Was spannend ist, man sieht unten, der 1er Release geht weiter. Ja, man sieht es jetzt nicht. Ne? Also, wir haben für nächstes Jahr 3 Isinga 1 Releases geplant. Ich kann gar nicht sagen, wie viele Jahre. Wir werden das noch einige Jahre weiter maintainen mit Bugfixes, auch mit Features, separat. Das heißt, es gibt auch für das Isinga 1 neue Releases. Und unser Ziel, was wir als, das ist die Worst-Case-Schätzung, ist, dass wir nächstes Jahr im Herbst 2 fertig haben mit einer A1. Das heißt, Feature Complete und wir denken, es läuft. Eigentlich, nachdem wir im Moment ein halbes Jahr investiert haben in das Thema, glaube ich, aber das glaubt natürlich auch nur ich, dass es schneller geht. Ich würde es mir auch wünschen, ich könnte mir gut vorstellen, dass wir vielleicht so nächstes Jahr im April so weit sind, dass wir alles das, was man für so ein Ding halt braucht, also eben Notifications, Event-Handlers, Flapping, also diese ganzen Feinheiten, die drin sind, eigentlich bis April nächsten Jahres erlegen können und dann einfach damit in den ersten Umgebungen einfach mal testen, wie es funktioniert. So ist der Plan. Ja, das wäre es gewesen. Vielen Dank für den langen Atem. Ich hoffe, ich habe es nicht zu sehr übertrieben. Vielen Dank. Dankeschön. So, danke Bernd. Kleinen Moment. Wir haben ein Mikrofon. Ich bitte um Handzeichen und dann kommt auch das Mikrofon. Ich fange, weil ich faul bin, dann hier vorne an. Und wir haben jetzt noch knapp 40 Minuten Zeit, Fragen zu beantworten. Ja. Weil um 19 Uhr, ich sag's nochmal, vorne Foyer, Abmarsch zum Essen, das hier nicht vergessen. Du machst alles kaputt. Ich weiß, hier. Ja, du, ich weiß, mich will keiner reden hören. Und im Anschluss ans Essen, für alle, die ein bisschen länger aushalten, soll ich noch darauf hinweisen, gegenüber ist eine nette, knuddelige Bar, heißt Checkpoint Jenny. Wir sind da dann herzlich willkommen, sogar offiziell dieses Jahr. Genau. So. Jetzt bitte Arm heben. Wir waren ja letztes Jahr dort, das war schön. Arm heben. Ja gut, ja. Dann, wenn hier nichts ist, dann werde ich blind jetzt hier. Ja, zum Thema einfache Installation jetzt nochmal die Frage. Plant ihr eigentlich den neuen Core dann auch in OMD einfließen zu lassen? Weil das ist ja inzwischen, denke ich, auch immer mehr verbreitet. Oder wollt ihr euch da so ein bisschen dann abgrenzen von dem alten Kern? Also ich kann es jetzt sagen, also Isinga, Isinga in OMD... Ja klar, also ich sage jetzt mal von mir aus, ja, Isinga, der aktuelle Core ist ja drin. Aus meiner Sicht spricht nichts dagegen, auch den reinzunehmen. Was man irgendwann differenziert natürlich sehen muss, ist dann, wie ist das mit Config, wie verhält sich das?
Aber ich glaube, auch heute kann man nicht alles von links nach rechts übernehmen, ne? Weil wenn man das ein oder andere jetzt in Schinken macht, dann kann man auch nicht wieder auf den Nagelscore zurückswitchen, richtig? Ja, okay. Also es, ja, so wird es sein, aber ich sage mal, Isinga, klasse. Ich meine, OMD ist sehr deutsch, also von der internationalen Wahrnehmung im Moment, aber klar wollen wir da dabei sein, why not? Also wenn die OMD-Jungs nichts dagegen haben, ein paar sitzen ja da. Klar. Gibt es noch Fragen? Ja. Erstmal, ich wollte mich eigentlich nur bedanken, dass ihr letztes Mal auf die Rückfragen der Community so toll eingegangen habt, dass diese Zero-MQ-Geschichte verworfen habt und jetzt was Ordentliches macht. Dankeschön. Danke auch. Ich wollte fragen, wie schaut es mit NRPE aus? Wird das auch irgendwie abgelöst, denn wir finden, das Ding ist ein bisschen die Hölle. Also vom Prinzip, aber das ist, glaube ich, jetzt noch im Draft-Stadium, ist die Idee, das Framework bis zum Client irgendwann runterzuziehen. Das heißt, dass ich quasi gewisse Checks, die eben an dem Client gemacht werden müssen, über eine Erweiterung des Frameworks auch dahin bringe. Was ich mir, es ist jetzt aber, muss ich sagen, meine persönliche Meinung, weil da gibt es noch kein Dokument oder nichts, was ich mir, glaube ich, als erstes vorstelle, ist, dass wir Check NRPE als nativen Check da drin machen, dass man dafür nicht forken muss, damit es einfach flotter von der Hand geht. Weil realistisch, das ist eine Community, die hat eine Trägheit von Minimum 5 bis 10 Jahren, wird es halt auch in 10 Jahren noch irgendwo einen NRPE-Check geben, der noch rumpelt. Und eigentlich wollen unser Ziel immer, den wollen wir halt auch nicht liegen lassen und den wollen wir noch mitnehmen, weil es auch keine Arbeit macht, den mitzunehmen. Aber da muss irgendwann was anders her. Ja, ja, man, wir haben uns Zabbix in einem Projekt auch angeschaut und einer der Dinge, die in Zabbix schon cool sind, ist der Agent, dieser einzelne Binary, die auf jedem vom Windows über HPUX, über Solaris, über X, über Linux überall läuft. Mhm. Und mit NRP, abgesehen von den Message, Block Sizes und ein paar anderen Geschichten, ist das mit Perl auch schnell Dependency hell, dass man da Checks über 5 Plattformen rauskriegt. Ja. Das ist, also ich meine, da gibt es ja heute auch so ein bisschen, ne? Es gibt irgendwie NS Client, es gibt ja auch CheckMK und dann gibt es nicht der eine, sagt, ja, da brauche ich die Library. Ich weiß es nicht, also da weiß ich auch nicht so recht. Ich persönlich fand immer dieses, wir schmeißen aber Plugins irgendwo hin. Also persönlich glaube ich, dass es irgendwie anders gehen muss, sondern um es richtig ordentlich zu machen, muss das eigentlich sein, ich sage es jetzt einfach mal, ich muss eine CMDB eigentlich haben. Und dann in der schöne Welt, ja, die gibt es nicht, aber da muss ich das mit einem Config-Management verteilen und dann müssen im Endeffekt da, wo ich das checken will, auch meine Plugins vielleicht dahin kommen oder der Client, der dahin kommen muss und dann kann ich den checken. Clients sind halt irgendwie gut, die können vielleicht auch was machen, wenn der Server nicht lebt, sind vielleicht irgendwie auch ein bisschen starr. Keine Ahnung, ich glaube ehrlich gesagt, da gibt es auch viel zu viele Meinungen. Ich kann sowieso nicht sagen, was gut und schlecht ist, aber ich glaube, da gibt es auch nicht das Richtige. Der eine will den Agent, bei dem anderen geht es schon, ich will ihn auch, aber meine Policy verbietet mir, dass ich einen Agent installieren darf. Also gehe ich halt mit VMI ran oder mit SNMP. Ich finde, desto mehr geht, desto besser macht so ein System. Na, klar, das passt schon. Uns geht es auch weniger um Agent oder Nicht-Agent. Uns geht es nur darum, der Agent ein bisschen einfacher, leichter zu deployen, leichter zu maintainen und weniger Abhängigkeiten. Ja. Weil im Beispiel Zabbix ist das eben der Fall. Ja, das ist alles sehr viel einfacher dort. Okay. Also ich weiß nicht, wie Zabbix mit den Agents das handhabt. Ich sage jetzt mal okay. Also da müssen wir uns anstrengen. Ja. Also klar. Und was war die IDO-Utils? Gibt es auch IDO-Utils, Pläne das auszutauschen? Oder? Also es gibt keinen konkreten Plan, aber wir sind uns alle bewusst, dass es nicht der Hit ist. Auf der anderen Seite, es funktioniert. Ich habe den Demo-Case nicht gezeigt, aber ich hätte ihn zeigen können. Ich hab die Config, aber irgendwie gibt es die Zeit nicht her. Also ich kann auch jetzt schon mit dem in ein IDO-Schema reinschreiben. Ich denke schon, dass da irgendwann mal was anders her muss. Persönlich glaube ich auch an die relationale Datenbank. Vielleicht aber auch eine dokumentenbasierte mal, MongoDB, das muss man sehen. Keine Ahnung. Also da muss man sich sagen, da probiert ja im Moment ein bisschen jeder rum. Jetzt macht im Moment alle jeder dokumentenbasierte Idee, weil man allen beigebracht hat, man gibt sich keine Mühe mehr mit Joins und Foreign Keys, das ist alles Quatsch. Jeder, der mal einen weiterführenden Artikel auf Wiki sieht, der stellt fest, dass Joins keine für einen Arsch-Erfindung ist. Aber keine Ahnung. Also wir werden irgendwann was Neues machen, noch dazu sind es im Moment die alten ID-Utils, die dranhängen. Klar, irgendwas wird es geben. Okay, aber jetzt nicht für Zinger 2, nicht im Scope, weder IDO-Utils noch NRP. Aber im Scope definitiv, was nicht da ist, eine API, wo man live an das Ding ran kann. Nicht nur lesen, sondern Config, adden, verändern und so weiter. Ich glaube, der Sebastian, wenn ich das richtig gesehen habe. Hinten, Sebastian. Hinten, Froscon. Ich hab was. Genau. Der jodelnde Herr in der vorletzten Reihe.
Was ist jetzt? Schrei doch mal, ich wiederhole es. Ah, sehr gut. Okay, ja, ich habe mal eine ketzerische Frage, ich glaube nur so kennst du mich. Welche Lücke versucht ihr mit Isinga 2 zu schließen? Wir haben jetzt ein Nagios, wo sich in letzter Zeit scheinbar wieder relativ viel getan hat. Gut, es schien alles so ein bisschen parallel zu laufen. Ja. Ja, auf der anderen Seite in Schinken, wo jetzt mein Eindruck war, relativ viele Ideen jetzt in Isinga 2 wahrscheinlich auch übernommen wurden. Ja. Es gibt noch so ein paar andere abstrusere Systeme wie OpenMS und Zappix und was ja. nicht alles so da ist. Welche Lücke soll Isinga 2 schließen, was momentan noch nicht geht, und wäre es nicht sinnvoller, im Endeffekt jetzt vielleicht wieder auf den Nagios-Core-Zug aufzuspringen oder irgendwelche anderen Add-ons in dem Kontext einfach ein bisschen zu pushen, um vielleicht die paar Dinge, die da jetzt mit reinkommen, also die Ideen, die ihr da habt, sind ja. sicherlich alle gut. Ich denke, du weißt, dass wenn ich das sage, dann... Also ich sage jetzt auch klar Bandmeinung, weil wir haben ja halt mehrere Meinungen. Meine Meinung dazu ist, warum nicht Nagios 4? Das Thema ist, glaube ich, durch. Da kann ich auch für alle sprechen. Das Thema Nagios ist für uns durch. Und trotzdem, ich glaube, das, was Andreas macht, ist nicht verkehrt. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Aber trotzdem muss ich sagen, ganz viel in der alten, großen Why-to-do-nothing-Schleife von Nagios bleibt eine Why-to-do-nothing-Schleife. Also ganz vieles, was da halt Crap ist, ist halt Crap. Es ist ja auch alt. Plus Schinken, ja, Verteilung. Gibt es viele gute Ideen. Ich bin nicht gut genug, um es ins feinste Detail beurteilen zu können. Ich persönlich empfinde Schinken, glaube ich, für große Umgebung hat es richtig Potenzial. Ich glaube aber, Schinken ist ganz für viele, die einfach nur ein bisschen was machen wollen. Zu komplex. Zu viel Arbeiter, Poller, Scheduler. Ich sage das jetzt bitte, haut mich daran, das ist meine Meinung. Und was wir eigentlich machen wollen, wir wollen eine große Bandbreite abholen. Du kannst klein einfach machen, du kannst groß machen. Und aber auch, wir wollen mit ein paar Dingen einfach auch brechen. Also sagen wir, das Config-Format, wie wir das aufgezogen haben, wie man mit Service und Makros arbeiten kann, das ist ja auch durchaus was, wo man jetzt sagen kann, naja, finde ich eigentlich nicht so gut, weil ich war es halt immer so gewöhnt. Aber ich glaube, dass wir diesen Cut auch brauchen. Das wird auch Zeit, was Neues zu machen, aber natürlich auch das Alte trotzdem nicht komplett liegen zu lassen und sagen, schaut, wo er bleibt, weil die Community, die haben wir halt. Und darum ist ja eben auch nicht geplant, das ist in der Einsatz irgendwie zu sagen, da machen wir nichts mehr. Aber ich glaube, es ist einfach auch Zeit für was Neues. Und wir haben uns gerade was Distribution, auch verschiedene Modelle schon auch inspirieren lassen. Wir haben ja auch geguckt, was machen die anderen. Wie alle anderen das, denke ich, auch in die andere Richtung machen. Aber wir sind eigentlich der Meinung, dass wir das, wenn wir es gut fertig kriegen, damit gehe ich fest aus, dass wir da eine sehr gute Lösung haben, die für den Kleinen einfach ist und für den Großen eben eigentlich alles kann, das auch sicher kann und auf einem Stack, der in unserer Szene auch beliebt ist. Und wir haben da auch Bock drauf, was Neues zu machen. Das kommt auch noch dazu. Wir haben einfach Bock und die Leute, die auch entwickeln. Der die meiste Arbeit für Isinga 2 gemacht hat, das ist der Gunnar, der da hinten sitzt. Der hat sich absichtlich hinterhockt, weil er Angst gehabt vor dem Sackfold. Wir haben einfach Bock, auf was Neues zu machen und an dem anderen Code richtig konstruktiv zu arbeiten. Ich weiß nicht, das macht halt einfach keinen Spaß, also finde ich. Und ich glaube, das ist die Hauptmotivation. Aber am Ende des Tages, und das sage ich jetzt auch, klar wollen wir die beste Lösung haben. Weil deswegen dreht man doch an in den Ring. Das ist die Challenge. War das ein gutes Schlusswort? In der